Ich möchte heute ein Buch vorstellen, Fire Jesus Today. Und das ist ein Andachtsbuch. Kann ja mal auch kurz gucken, wie das aussieht. So sieht das also aus. Und dann können wir uns auch mal den Begleittext durchlesen. Das Begleitbuch für die stille Zeit. Täglich neu einen der beliebten Songs entdecken, den Alltag unterbrechen und die Begegnung mit Gott vertiefen. In einem Jahr werden Themen wie Vergebung, Lob oder Fürbitte betrachtet und ausgelegt. Inspirierende Liedtexte, stärkende Gebete und Andachtsimpulse des Autorenteams beflügeln die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und dann steht da noch, wer da alles mitgemacht hat. Zu dem Buch gibt es auch eine CD. Wir können uns ja auch mal durchlesen, was zu der CD steht. Die ideale Ergänzung, eine Auswahl von 30 Songs aus dem gleichnamigen Andachtsbuch, inspirierend von bekannten Künstlern. Dann kommen wieder die Künstler und einige Lieder. Aber wir können uns auch mal die Liederliste anschauen. Und 30 Lieder passen natürlich nicht auf eine CD drauf. Deswegen sind es zwei CDs mit jeweils 15 Liedern. Und wir können ja mal kurz hier so ein bisschen rüberblicken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auge in Sturm, wurde oben auch, glaube ich, schon mal genannt. Komm zu Jesus. Wunderbare Hirte. Ja, das sind so die Lieder. 30 Lieder. Wenn in den Andachtsbuch jeden Tag ein Lied behandelt wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil ich das Buch nicht kenne, aber so wie sich das oben angehört hat, scheint es ja so zu sein. Dann sind diese 30 Lieder wirklich nur eine kleine Auswahl. Denn das Jahr hat ja wesentlich mehr Tage als 30, so viel ich weiß. Ich denke, dass dieses Buch wirklich dazu beitragen kann, eine schöne, stille Zeit zu haben. Und ich selber habe das Buch noch nicht. Mal gucken, ob ich es mir irgendwie besorge. Aber wenn du das Buch schon hast und da schon reingeschaut hast, kannst du ja mal sagen, wie du es findest, ob es dir hilft, ob es ein gutes Buch ist. Ja. Und ob es in der stillen Zeit wirklich etwas anderes ist. Weil normalerweise macht man ja die stille Zeit nicht mit Anbetungsliedern. Also die Kombination, ein Andachtsbuch mit Liedern zu machen, finde ich schon sehr reizvoll. Wo man ein Lied raussucht, was genau zu der Andacht passt.